Unser Weg ist kein Spaziergang. Es geht über Stock und Stein. Und man braucht einfach die Fähigkeit zur Anpassung. Wer immer das tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Und das wäre ja ziemlich langweilig. Mein Sport früher war sehr ehrlich. Die Zeit, die in diesem Rennen reichte, musste am nächsten Tag gar nicht mehr zum Erfolg genügen. Und heute sitze ich auf dem Mountainbike und habe ganz anders Spaß, aber auch jeder Tag bietet hier etwas Neues, ohne gleich eine große Zeit schwimmen zu müssen. Als Familienvater mit fast 50 ist das ein ganz anderes Thema, beispielsweise mit seinen Kindern mitzuhalten in der Generation iPhone und Co. Mit dem Web 2.0 sind ganz andere Fähigkeiten plötzlich erforderlich, die aber auch wiederum Spaß machen. Neues zu wagen bleibt immer eine schöne Sache, alles andere wäre aus Sicht der Kinder ja ziemlich uncool. Aber verbiegen tue ich mich deshalb noch lange nicht. So weit reicht meine Liebe nicht. Man braucht einfach klare Grenzen. Wenn man als Kapitän durch das Leben segelt, stelle ich mir schon die Frage, wie weit gehe ich? Weil kein Einsatz der Welt ist irgendein Gewinn wert, den man erzielt und hat dabei eine Grenze überschritten. Gas geben im Leben ist wichtig, habe ich auch häufig genug getan, aber man sollte auch wissen, wann man einfach mal vielleicht einen Gang rausnimmt. Tja, mit meinem Lebenswunsch, Pilot zu werden, wurde es nichts. 2 Meter Körpergröße bin ich schlicht und ergreifend zu lang. Aber diese Erfahrung, seine Lebensvision nicht umsetzen zu können, hat mir gezeigt, man muss sich intensiv mit seinen Zielen auseinandersetzen, weil als Kapitän ist nie der Wind der richtige, wenn man nicht weiß, welches Ufer man ansteuern möchte. Und es ist nun mal so im Leben, es gibt Gegenwind, die Sonne scheint nicht immer, es gibt Untiefen. Und deswegen ist es extrem wichtig zu wissen, wo will ich eigentlich lang? Aus der Verantwortung entlässt uns niemand, weil mein Ziel im Leben war, länger als 50 Meter im Becken zu schwimmen oder auch 4 Kilometer auf der Landebahn sich zu bewegen. Es geht einfach darum, hinter den Horizont zu blicken als sein Kapitän und dann wird man auch alle seine Ziele erreichen können.